passiert hier noch ein Unglück. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Alles klar. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Liebevoll, wirklich liebevoll. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Okay. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit, 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung, bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt... Alles klar. Jetzt fühle ich mich richtig beruhigt bei dieser Frau. Guck mal hier, Glas und Meerschweinchen. Zu öffnen? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Warum zum... Cool! Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Oh, das arme Meerschweinchen. Okay, jetzt haben wir die Doris beruhigt und haben jetzt wieder ein paar neue Aufgaben bekommen. Ne, nicht zur Kapelle. Wo wollte ich denn jetzt hin? Die war, glaube ich, im Treppenhaus, oder? Oder war die... Verdammt! Oder war die im Klosterflur? Ich hab's vergessen! Ah! Weißt du, sind wir gerade rumgelaufen und schon wieder... Das ist ein Luftballon. Kommt der da hin? Okay, das war richtig. Dann gehen wir mal weiter. Dann geben wir doch mal der guten Birgit den präparierten Riesenhamster, das präparierte Meerschweinchen. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein. Und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Juhu. Yippie. So, dann hätten wir das mal. Dann... Wir brauchen immer noch den Zettel für das Katzenfutter, fällt mir gerade ein. Den müssen wir uns doch mal wieder aneignen. So. Aber wo sind die? Wo könnten sie sein? Was macht der Ballon da oben? Wir bräuchten auch noch einen Schraubenschlüssel oder sowas. Schauen wir mal was in der Kapelle mal inzwischen, ob da was passiert ist. Ansonsten müssen wir da ein bisschen rumgucken. Na, er hämmert immer noch rum. Alles klar. Ah, ich glaube, dass wir die Info von dem alten Opa bekommen werden. Wahrscheinlich. Jetzt haben wir den toten Hamster. Er ist tote Meerschweinchen weggebracht. Murmeln. Was will ich denn mit dem Murmeln? Ah, vielleicht kann ich die, die Jungs dazu bewegen. Ja, guck mal hier. Da ist einer. Shawnee! Shawnee war gemein.
Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Der ist voll gemein. Oh, bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Bin ich gar nicht. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Du. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Oho, oho, das ist aber harter Tobak hier. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Was für ein Assi. Ja, dann soll er halt mal da in Ruhe weiterzündeln. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Ich will nämlich wissen, ob der Sprengsatz noch da ist. Vielleicht können wir mit dem irgendwas Lustiges anstellen. Dem das irgendwie so hinten in den Rücken rein oder... Kann man sein Kind überhaupt Shawnee nennen? Was ist das denn? Ah, jetzt so. Fliegerbombe, Sprengzünder. So. Den nimmt man natürlich mit, ist ja voll ungefährlich. Wollknäuel. Eine echte Schande. Es war schwer zu erkennen. Okay, dann... Oh, die Termiten haben sich jetzt inzwischen ganz verzogen. Das ist natürlich auch ganz cool. Dann schauen wir mal in den Keller, weil der Ofen funktioniert ja nicht. Vielleicht müssen wir da ein bisschen Kohle oder so reinscheffeln. Sehen wir ja gleich. Was macht der da drin? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder. Der Ofen war ja auch aus. Oh. Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Okay. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Sonst hört dich noch jemand und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Ach, tatsächlich?
Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Ich will ihn das aber. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Ach komm, weißt du, redet da so groß daher und dann... Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Das sind aber nette Kinder. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Dürfen wir jetzt den Sprengzünder da reinschmeißen? Das war der perfekte Ort. Andererseits... Oh, ach Mann. Na gut, dann müssen wir eben noch was anderes machen. Schade. Jetzt wollte ich das ausprobieren mit dem Sprengzünder und jetzt dürfen wir es nicht machen. Ist ja voll gemein. Okay, Shawnee hat den Dingenskirchen. Alles klar. Ah, wir sollten jetzt zu Birgit. Vielleicht hat die das Ding jetzt schon fertig. Das Banner. Dann können wir das Banner nämlich der Oberin geben. Die freut sich bestimmt über ihr Meerschweinchen-Banner. Das gute Meerschweinchen-Banner, weißt du Bescheid. So, schauen wir mal. Go, go. Go, go, Power Rangers. Habe ich als Kind nicht gemocht. Doch, habe ich als Kind eigentlich schon gemocht. War lustig. Da ist es. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Voll cool. Nehmen wir mit. So. Go, go. Da die Birgit immer so gemein zu uns ist, lassen wir es einfach mal in Ruhe. Und dann würde ich mal sagen, bringen wir das doch gleich zur guten Oberin. Die freut sich bestimmt über Meerschweinchen-Banner. Das vermittelt ja sehr viel eigentlich Selbstbeherrschung. Meerschweinchen sind ja bekannt für ihre Selbstbeherrschung. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Oh, schade. Na gut, dann gehen wir mal zur Kantine und präsentieren der guten, liebevollen Oberin Ignaz das neue Banner für Selbstbeherrschung. So, go, go. Guck mal hier. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber... Was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Oh oh. Oh, gleich hinterher. Jetzt macht sie endlich mal jemand anderen zur Sau. Das will ich sehen. Hinterher. Warte, Oberin. Wie kann die so schnell sein? Die ist doch nicht ausgelegt auf solche Geschwindigkeiten. Wo ist sie hin? Alter, ist die schnell. Hinterher. Frau Oberin, warten Sie. Ich will den Anschluss miterleben. Warten Sie. Ah! Jawohl. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Ja, Birgit hat dann wohl scheinbar was zu tun, dann lassen wir sie jetzt mal in Ruhe. Uiuiuiui. Okay, dann hätten wir das. Vielleicht auch mit Kapu reden, vielleicht kann er noch irgendwas anderes sagen, außer dass er uns ständig irgendwie nervt.
Du wirkst so an. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne. Mm-mm. Falls was ist, ich mach mir so.